Herr Präsident, Gerald Hauser, FPÖ. Frau Rechnungshofpräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die österreichische Studentenförderungsstiftung etwas näher angeschaut, wenn mich das interessiert hat. Auf der Tagesordnung ist die Follow-up-Überprüfung aus dem Jahr 2017. Der Prüfbericht an sich stammt aus dem Jahr 2015. Um was geht es bei dieser Studentenförderungsstiftung? Das ist die zweitgrößte Trägerorganisation von Studentenheimen, die im Jahr 1957 von der österreichischen Hochschülerschaft gegründet wurde, in etwa 12 Standorte betreibt, mit ungefähr 2100 Heimplätzen und in etwa mit einer Bilanzsumme von 55 Millionen Euro, damit die Zuhörer wissen, über was man spricht. So, was hat der Rechnungshof im ursprünglichen Bericht kritisiert? Dass sich eben diese Stiftung sich nicht an den Stiftungszweck gehalten hat und die Heimplätze eben nicht nach sozialer Bedürftigkeit und nach Studienerfolg vergeben hat, sondern die Stiftung, der war es wichtig, möglichst viele Nettoeinkommen zu erzielen, die Heimplätze permanent zu vermieten. Allerdings wurde nicht auf die soziale Bedürftigkeit geschaut. Das hat der Rechnungshof in seinem Bericht 2015 kritisiert. Bei der Valorisierung ist herausgekommen, dass diese Kritik umgesetzt wurde und dass jetzt natürlich der Nachweis des Nettoeinkommens erforderlich ist, was ursprünglich auch im Stiftungszweck so festgehalten wurde. Der zweite Punkt, der vom Rechnungshof kritisiert wurde, sind die Spekulationsgeschäfte. So hat diese Studentenstiftung im Jahr 2006 und 2008 jeweils 3 Spekulationsgeschäfte mit Derivaten im Umfang von 14 Millionen Euro durchgeführt. 3 mal 14 Millionen Euro sind 42 Millionen Euro bei einer Bilanzsumme von etwa 55 Millionen Euro, muss man sich vorstellen. Also statt den Stiftungszweck umzusetzen, wurde massiv spekuliert und man hat sich verspekuliert. Der Verlust war 2,4 Millionen Euro, davon 200.000 Euro Rechtsanwaltskosten, die erforderlich waren, um die größte Misere zu verhindern. Bei der Überprüfung, ob der Geschäftsführer rechtlich belangt werden kann, ist man darauf gekommen, dass dieses Vergehen leider Gottes verjährt war und der Geschäftsführer nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Fakt war, und das ist im ursprünglichen Prüfbericht richtigerweise kritisiert worden, der Geschäftsführer hat diese Entscheidungen zu diesen Spekulationsgeschäften alleine getroffen. Das wurde zu Recht vom Rechnungshof kritisiert. So, was hat die Follow-up-Überprüfung gegeben? Es wurde auch diese Kritik richtigerweise aufgenommen. Zukünftig darf ein Geschäftsführer nicht ohne Zustimmung des Kuratoriums, non anet, sage ich jetzt einmal dazu, solche irrsinnigen Spekulationsgeschäfte durchführen. Also unterm Strich, Frau Präsidentin, der Rechnungshof hat gewirkt. Einerseits werden jetzt die Studentenplätze nach sozialer Bedürftigkeit vergeben und zweitens absurde, perverse, Entschuldigung, Spekulationsgeschäfte sind so nicht mehr möglich. Abgeordneter. So, FPÖ-Abgeordneter Gerald Hauser.